So, hallo, wir machen weiter, hoffe ich zumindest. Bei Super Mario Maker 2 habe ich das Setup jetzt alles hier aufgebaut. Sollte passen. Eieiei. Jo, hier einmal Ton aus. Habt ihr jetzt Ton? Ich höre nichts. Wieso höre ich bei mir nichts? Jetzt höre ich was. Okay, ich glaube, dann hört ihr jetzt auch was. So, Fernsehton aus. Das muss ich jetzt hier immer mitmachen, dann muss ich dran denken. So, ja, da sehe ich die Dinge ausschlagen. Plan für heute erstmal kurz gucken. Ich will jetzt aber nicht sofort die neuen Sachen spielen. Ich habe eigene Pläne, tatsächlich. Was war das denn? Ich gucke trotzdem kurz, was neu ist, damit ich mich schon mal drauf einstellen kann. Alina hat ein neues Level gebaut. Okay, das möchte ich dann allerdings doch gleich, weil ich wollte ein paar Alina-Level tatsächlich spielen jetzt. Weil wir haben jetzt so viele. Wir haben jetzt so viele immer ausgelassen. Ich wollte immer Alina-Level. Ah ja, er hat schon gesagt, es kommen krasse Sachen noch und dann kommen leichtere Sachen. Das ist nicht das Krasse wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber dann möchte ich erstmal kurz den Alina Speedrun spielen. Ich wollte sowieso Alina Level spielen. Das passte dann ganz gut. Da habe ich in Part 50 das eine Level von ihr gespielt und dann keins mehr. Und das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich wollte ja eigentlich mehr von ihr spielen. Hoppala! Ah ja. Da geht's nach links. Oder soll ich über den drüber springen? Oha. Bekomme ich nur mehr Jumpscares? Ich hoffe nicht. Ach Gott, da muss ich mich erstmal jetzt hier reindenken. Okay. Wann springe ich denn da am besten? Man sieht das halt so schlecht. Ja gut, klar sieht man schlecht. Liegt ja an dem Leuchteffekt. Das war zu spät. Ah, da unten! Die Eiszapfen! Bei den Eiszapfen fängt's an. Okay. Ja? Bisschen eher noch. Bisschen eher noch. Aber könnte ich theoretisch auch. Okay, nach da ist nichts. Aber ich könnte den Geist umgehen. Wobei es dann zeitlich vielleicht nicht mehr reicht. Ja, das wird sein. Das wird zeitlich nicht mehr reichen. Nein, zu viel zu bald. Viel zu bald. Oh. Es ist so schwierig abzuschätzen. Okay. Was ich auch noch als Plan hatte jetzt für diese Aufnahme, der Herr Bergmann hat ein Level gespielt und gesagt, niemand darf diesen Weltrekord brechen, den er aufgestellt hat. Da möchte ich mir mal angucken, ob der machbar ist. Aber hey. Bin immer getriggert bei solchen Sachen. Okay, so was. So, das ist. Was ist denn da alles? Hilfe. Das ist so komisch, wenn man es nicht sieht vorher. Ach Gott. Das ist richtig komisch, wenn man es vorher nicht sieht, ne? Dang it! Gibt's doch nicht. Ich laufe jetzt einfach drüber. Ich glaube, kann man einfach, soll man einfach drüber laufen? Das sieht alles aus, wie wenn ich einfach weiterlaufen könnte. Ich sollte mich einfach von nichts beirren lassen im Moment. Ich laufe einfach drüber. Ich habe diesen einen Sprung am Anfang und ansonsten laufe ich erstmal einfach. Oh mein Gott.
War auch sehr lustig heute irgendeinem, ich glaube, es war ein Kumpel von Count oder so, keine Ahnung, bei Cave Counter 2 zuzuschauen, der ist komplett verzweifelt. Das war lustig. Da muss ich springen, da muss ich springen. Da muss ich hoch. Da muss ich rein. 2 Sekunden noch, es kann ja nicht mehr viel dann sein. Nice. Nice. Okay. Okay. Also wirklich nur ganz wenige Sprünge, die möglich sind. Ansonsten ist das alles nur ein bisschen jumpscary. Nice. Gut, den Rekord holen wir uns. Den Rekord holen wir uns. Ah! Aber ja, also dieses Level lebt einfach von dem ersten Mal praktisch. Danach, wenn man weiß, wie es geht, ist es keine Herausforderung. Also, bis auf den ersten Sprung. Der ist halt echt noch schwierig abzuschätzen. Und der bleibt auch irgendwie schwierig abzuschätzen. Ich weiß nicht, warum. So, und jetzt laufe ich einfach. Bis zu dieser einen Stelle, wo ich dann springen muss. Wo war das denn? Da. Und dann geht's hier einfach Stück für Stück hoch. Oh ja, viel zu langsam. Das kann ich schon jetzt knicken. Das war viel zu langsam. Okay. Move! Ah. Vielleicht schaffe ich den Rekord auch doch nicht, weil das ist schon ziemlich... Ich glaube, das war schon ziemlich am Maximum. Und das war eine gute Sekunde, war das schneller. Wenn ich es richtig erinnere. Vielleicht hat er irgendwo einen Sprung gemacht. Kann man hier zum Beispiel... Da kann ich einen Sprung machen. Ha 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 ha! Erwischt! Oh, jetzt hätte ich halt schon in die Röhre gekonnt. Ach, Mann. Na, jetzt musste ich einen Sprung wieder doppelt machen. Das war schon wieder blöd. Aber ich war jetzt auf jeden Fall schneller als vorhin. Aber war ich schneller als der Rekord? Das weiß ich jetzt nicht, ob ich schneller als der Rekord war. Nein! Das ist der Sprung in die Röhre gewesen. Das ist der Sprung in die Röhre gewesen. Ah, man sollte auch loslaufen. Ich immer mit meiner Rekordwut, ne? Schlimm. Schlimm. Oh, ich hab. Aber geht das? Geht das? Ja. Das speichert nochmal, speichert. Das spart mir nochmal Zeit. Nein, dann versaue ich den nur. Okay, aber das geht. Weil das Hochlaufen hier, das hat ja am meisten Zeit immer gekostet. Das geht, sehr gut. Hoffe ich jetzt, dass ich eine Zeit aufstelle, die nicht so schnell geschlagen wird. Mittig, mittig. Oh, das wird schlecht. Das war schlechter als vorhin, ne? Das war schlechter als vorhin. Verdammt. Verdammt, das war schlechter als vorhin. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Nein, oder? Hör doch auf damit. Spare ich vielleicht doch keine Zeit und es ist ein Irrtum? Ein Irrglaube? Oh nein, der Sprung war schlecht. Ich bin mir nicht sicher. War eigentlich auch gut. So, mittig hoch. Das muss doch jetzt schneller sein. Komm. Go. Rein da.
Also es steht auf 2, aber es ist gerade erst umgesprungen. War das jetzt... Ach, ich bin mir unschlüssig. Komm schon! Yes! Oh Gott, das ist immer so aufregend. Okay. So, wir bleiben bei dem Plan. Level von Alina zu spielen. Fang einfach unten an. Risky Adventure. Also, weil Know-how haben wir schon. Short level with a few different elements and puzzles. Let's go. Relativ nette Clear Rate. Schauen wir uns an. Ah ja. Oh, ich wollte eigentlich einen Drehsprung machen, der geht ja hier gar nicht. Hahaha. Okay. Ja gut, das ist jetzt ein Labyrinth. Das kennt man natürlich dann nur, wenn man es einmal gespielt hat, wie es geht. Okay. Wie kann ich jetzt... Ach so. Okay. Ah ja. Ah, okay, kommt zum Checkpoint. Das ist doch schon mal was. Und da geht jetzt die Red Coin Challenge los. Mit Katzi. Oh boy. Das war knapp. Mir fehlt eine. Ah, hier oben. Die habe ich nicht gesehen. Ja, alles klar. Die habe ich nicht gesehen. Oh Gott. Achso, der wird ja neu geladen. Ne? Den muss ich gar nicht machen. Achso. Oh, geht das gut? Ich hatte Bedenken, aber es geht gut. Das war übrigens nicht gut. Oh no, ich kann aber... Kann ich dagegen? Yes! Uff! Okay. Und jetzt sind wir am Ziel. Sehr schön. Gut. Das war also ihr zweites Level. Weiter im Programm mit Spooky Wookie. Medium Length Level with Surprises, Boss Fights and Puzzles. 2,37 Weltrekord. Okay. Mal schauen, ob ich den angehe. Sollte es relativ einfach machbar sein. Aber vielleicht dauert es auch einfach. Aber bei kurz und knackig erwarte ich halt eigentlich nicht, dass es einfach dauert. Vielleicht hat da jemand einfach nur gerätselt und halt nicht noch den Weltrekord wirklich aufgestellt. Oh boy. Okay. Ja, das habe ich befürchtet. Nein, wollte ich nicht. Okay, gib mir das. Go. Ah, nicht geschafft. Wop, 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 wop. So. Oh, Mist. Okay. Erstmal hier hoch. Dann hier. Ach. Guten Morgen. Das hat nicht funktioniert. Nein. Das war nicht so gut. Es gibt so, das muss man doch irgendwie am Stück kriegen. Dass man da direkt hoch kann. So.
Das war der Sprung. Und jetzt den und den. Okay, die bräuchte man nicht. Man könnte über die On-Off-Dinger gehen. Das ist schon mal gut zu wissen. Ah ja, ich will da vielleicht noch ein bisschen reinrutschen. Nicht zu weit rutschen. Dankeschön. So. Ach, hi. Komm mal her. Dankeschön. Ah. Ach, komm schon. No! Aua! Nice. Rip. Oh, warte! Ja, komm her, komm her, komm her. Oh, der ist zu groß. Das ist ein großer, oder? Ich kann da gar nicht auf den, kann ihn gar nicht stoppen. Ich wollte mir den als Helm aufsetzen. Mist. Das lief ja nicht so gut. Nee, ich schaff das nicht. Komm da nicht hin, rechtzeitig. Okay. Na, was ich meinte, war das hier. Das geht auch so. Ah, no. Oh no, jetzt habe ich ein Problem. Ah, nee, ich krieg einen Pilz. Ich krieg ja hier freundlicherweise einen. Lass das. Nein! Dafür? Jetzt kriege ich ja hier eh die Blume. Ah, so rum erst. Ich dachte, ich kann mit denen dann aufsetzen, aber anscheinend nicht. Ah, das gibt's doch nicht. Nice. Vielleicht machen wir es einfach so. Dann stört er mich da hinten nicht mehr. Ups. Huch! Plötzlich Wasser. Okay, Checkpoint ist gut. Die Blume ist auch gut, dass ich die noch habe. Okay, da bin ich dann vielleicht etwas vorsichtiger. Weiß nicht, wie hoch ich kann. Ich kann ganz hoch, okay. Und da gehen wir einfach vorsichtig in die Röhre rein. Hilfe! Noch ein Checkpoint. Cool. Ah, weniger cool. Aber immerhin direkt beim Checkpoint. Nein! Ich wollte da nicht zweimal rein. Wieso ist denn jetzt zurückgelaufen? So. Nani? Das wollte ich nicht. Okay. Okay. Ah nein, ich hätte die andere noch drin lassen können. Mach dich weg. Ah, ich brauche ihn nicht mal. Ah! Nice! War das schneller als die 2 Minuten von dem Typ? Ich glaube schon, oder? Bin ja relativ smooth durchgekommen. Yes! Sehr schön. So. Haben wir schon. Ich war gerade irritiert. Haben wir schon? Haben wir noch nicht. Help me to get out of Wonderland. Also das ist tatsächlich an Dings angelegt. Ach, guck mal hier, wieder 4 Minuten. Weltrekord. Aber vielleicht auch das wieder einfach nur einer, der sehr lange gebraucht hat, Rätsel zu lösen. Man weiß es nicht so genau. Ja.
Hoffentlich diesmal ohne Trollraum. Das ist der Hase, an dem ich schon mal nicht vorbeikomme. Huch! Geld! Okay. Ach Gott, bin ich doof. Egal. Das gucke ich mir erstmal genauer an. Manchmal bauen die Leute nämlich so, dass man das nicht braucht, aber okay, man braucht es. Sie denkt damit. So. Uah. Okay, aber ich brauche es nicht sehr lange, wenn es nur darüber geht. Ah! Okay, vielleicht geht es doch nicht nur darüber. Ah, verdammt. Ich werde wahrscheinlich hier kein Glück haben. Aber mal schauen. Vielleicht habe ich auch doch Glück. Yep, wir haben Glück. Nice. Die Hilfe. Oh nein. Die Hilfe, damit man nicht hier bis nach vorne schwimmen muss. Sorgt jetzt am Ende dafür. Wenn sie nur eins höher wäre, würde es nicht mehr funktionieren. Aber jetzt sorgt sie dafür, dass ich mich so retten kann. Und dass ich den Teil davor nicht spielen muss unbedingt. Wir werden uns den Teil gleich nochmal anschauen. Aber grundsätzlich könnte man also unten rum. Gut. Aber ich habe ja eh meinen Pilz verloren, von daher. Den würde ich schon gerne mitnehmen. Aber sowas wie die Hilfe, das sollte man dann einfach nochmal einen Ticken höher setzen. Dann passiert sowas nicht. So. Ja, die Mist. Ne, da starte ich neu. Das ist einfach die Natur möchte immer, also ich möchte immer, nicht die Natur. Die Natur gebietet es mir, solche Dinger hier zu umgehen. Ich mag diese Teile nicht. Da versuche ich immer den Weg außenrum zu finden und dann probiere ich da halt rum. Wenn ich Glück habe, geht es. Und wenn ich Pech habe, geht es halt nicht. Oh boy. Okay, der fährt jetzt los. Schneller ist man natürlich auf diesem Weg. Das ist ganz klar. Oh. Ja gut, das muss nicht sein. Und jetzt sind wir, glaube ich, auch schon dort, ne? Jetzt müssten gleich die Notenblöcke kommen. Yes. Und wenn man hier runterfällt, war es jetzt halt so freundlich zu sagen, okay, du darfst wieder hoch. Aber genau das ist halt dann das, was ihr hier zum Verhängnis wird. Ah, das sind auch hier wieder On-Off-Dinger, die man eigentlich nicht bräuchte. Man könnte über die On-Off-Teile laufen. Dududum. Ah, vielleicht soll ich das nicht tun. Ich weiß nicht, wo ich jetzt lande. Kann ich das stoppen? Ich kann es stoppen. Gucken wir uns das lieber mal langsam an. Jetzt geht's ja... Ich wollte gerade sagen, hä? Down the rabbit hole. Ah, wir sind jetzt im Wonderland gelandet. Ah, Mensch, ich hab kurzzeitig vergessen, was wir spielen. Aber ja, klar. Das war nicht so smart. Ach, hier. Jetzt sehe ich das hier alles erst. Weg. Wow, hi. Das war das, was ich vorhin wollte, aber das soll ich hier gar nicht machen. Bomb. So, die anderen brauche ich schon gar nicht mehr. Wobei, es wäre auch, glaube ich, so nicht notwendig gewesen. Unbedingt. Also, so ein bisschen kann man sich die Level vereinfachen. Oh no. Oh no. Ich hoffe, das... Oh Gott, das wird nicht... Das reicht nicht. Oh no. Oh, es reicht gerade so. Puff. Das war knapp. Ah. Verstanden. Holen wir das. Nein. Habe ich nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht.
Da ist es schon so eine große Lücke und ich verhaus trotzdem, ne? Okay. Oh no. Ich hoffe, den müssen wir nicht nochmal umstellen nachher. Aber es dürfte eigentlich nicht der Fall sein. Schlüssel. Ah, mein Gott, hi. Da hätte ich Spin jumpen können. Aber ist egal, wir haben ja den Schild noch gehabt. Auf dem Kopf. Das ist der Typ, das ist die Teekanne. Ich beim Versuch schnell zu sein, bekomme ich leider nicht so ganz alles mit. Ah, verstanden. Du gehst hoch und dann gehst du darüber. So. Hätte ich das gebraucht oder wofür brauche ich den? Ich brauche den hierfür. Da brauche ich ihn definitiv. Das geht nicht anders. Ah ja, sind wir hier drin? So, jetzt und zack. Und jetzt geht's hier hoch und hoch und hoch und hoch. Oh mein Gott. Ach so. Hier ist ja was los. Das war jetzt die Königsgarde, oder was? Wahrscheinlich irgend sowas in der Richtung. Nein! Mano. Home. Jawohl. Sehr schön. Oh, das sind auch so thematische Level, ne? Da waren auch noch mehr Figuren. Ich habe leider nicht alles, oh, ich war langsamer, verdammt. Spiele ich etwa nicht nochmal. Ich habe leider nicht alles erkannt. Weil ich mich doch ein bisschen aufs Spiel auch konzentriert habe. Aber die Teekanne, die habe ich dann wieder gesehen. Das war wahrscheinlich dann der Moment, wo sie da Was der Hutmacher? Ich kenne mich mit Alice im Wonderland nicht ganz so gut aus. Okay, Song of Ice and Fire. Jetzt bin ich gespannt. Oh, jetzt bräuchte man Game of Thrones Musik, ne? Leider kann man hier keine Custom Musik. Leider, leider. Müsst ihr jetzt Spotify aufmachen und so ein Game of Thrones Thema einspielen. Aber gut, wir schaffen es auch so zum Iron Throne, auch ohne Game of Thrones Musik. So, einmal runter hier. Schupp, schupp, schupp. Das habe ich schlecht getimed. Das habe ich schlecht getimed. Soll ich? Was soll ich hier tun? Ach so! Ich kann ja den hier rausziehen. Ich glaube, ich habe das irgendwie falsch gemacht. Aber irgendwie auch nicht. Oh mein Gott. Ich hätte irgendwie was mit dem Feuer machen sollen, oder? Was kommt da raus? Gar nichts. Ach du Schande. Schieß. Ah, okay, das bleibt dann auf der Höhe. Oh Gott. Na, falsch. Oh, das könnte man komplett schießen. Wenn man eine Shell aus dem anderen Raum mitnimmt. Ich glaube, dann kann man den da oben auslösen. Das probiere ich nachher gleich mal aus. Ach, verdammt. Nein, es wird immer schneller. Schieß. Weil ich glaube, es kommt mir nur so vor, es kann eigentlich nicht immer schneller werden. Yes!
Okay, wir probieren nachher mal den Cheese, aber jetzt erstmal so. So, gleich nach unten drücken, sonst werde ich hier erschossen. Und aufgespießt und alles Mögliche. Okay, komm mal mit. Ich hab gehört, du willst da hoch. Ah. Das ist ja lustig. Ich hab gehört, du willst zerquetscht werden. So. Wait, das kann ich auch cheesen. Okay, wir cheesen uns gleich durch das Level. Ich hoffe, Alina ist mir nicht böse. Huch. Yoshi ist weg, das ist jetzt vielleicht nicht so gut. Ah. Ach, ich muss den nicht mal besiegen. Moment, dann nehme ich mir hier erst nochmal was mit als Souvenir. Und auch so. Oh, hier soll ich vielleicht mitnehmen. Hä? Oh, das... Ja, wir machen das so. Wir machen das so. Wir sind groß. Wir sind schon groß. Ich weiß gerade nicht, wie genau das gedacht war. Woran? Aua, 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 aua. Okay. Aber die Zeit ist gerade auch ein bisschen kritisch. Nein, ich wollte den aufsetzen. Ich kann ihn nicht stoppen. Ich kann ihn nicht stoppen. Ich wollte da nicht rein. Jetzt bin ich komplett lost. Jetzt bin ich komplett lost. Oh, no. Oh, no. Ich meine, ich habe verstanden, wie man es machen muss. Ich bin einfach nur doof. Oh, hi. Ich habe das vergessen. Okay, also in dem Level kann man ziemlich viel Käse machen. Komm, wir machen ihn noch weg, damit er nicht nervt. So, und so. Nein! Oh, das ist jetzt ungünstig. Jetzt muss ich mich da rein. So geht's ja auch. So, aber auch hier, ich krieg die Blume und damit verbaust du dir dein Puzzle, weil ich so durch kann. So. Oh nein, jetzt habe ich das. Ich hab was auf dem Kopf, was ich nicht auf dem Kopf habe. Nein, jetzt habe ich es mir selber. Ah, oh, jetzt habe ich es mir wieder verbaut, ne? Ich muss den erstmal loswerden hier, irgendwie. Ich kann den nicht. Kannst du mich mal treffen, Kollege? Ah, nice. Sehr gut. So, und jetzt kann ich den so in die Hand nehmen? Oder stupse ich den? Ja, das wollte ich. So. 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 Uff. Und da ist der Iron Throne. Man erkennt ihn. Bowser war dann Cersei, oder wie? Nein. Das hat sie nicht verdient. So, jetzt kurz mal die paar Sachen, wo ich gemeint habe, man kann das cheesen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Oder ob das gar nicht so geht, wie ich dachte. Ach, Mist. Aber ich muss dafür nicht groß sein, das geht auch so. Na, komm her. Flop. Flop, flop, flop. Schnell durch. Okay. So, Nummer 1. Da ja die... Ne, was gibt nachher den Schlüssel? Ich weiß es gar nicht mehr, was... Ne, was gibt den Schlüssel? Ich hab's vergessen. Hä?
Ah, es gab gar keinen Schlüssel, ich musste einfach durch. So rum war das. Aber wie hätte man jetzt... Das ist was, was ich nicht verstehe. Nevermind. Die Bombe war wahrscheinlich... Wofür war die Bombe da? Ach Gott. Nee, dann kann ich den Raum doch nicht schießen. Vorher habe ich da irgendwas anderes gedacht. Aber was ich wollte, war, ich wollte einen Shell mitnehmen. Das wollte ich auf jeden Fall. Ich wollte auf jeden Fall eine Shell mitnehmen. Wofür ist die Bombe? Genau, das war das, was ich nicht verstanden hatte. Mist. Ah, das ist gar nicht so einfach mit dem Cheese, weil... Oh. Weil man... Ah, jetzt müsste man die stoppen. Es ist zwar von der Zeit her, ist es das zwar wert. Aber... Es ist auch ein bisschen... Es ist gar nicht so einfach umzusetzen. Gar nicht so einfach umzusetzen. Ups. Wie lange nehmen wir schon auf? Okay. Kriegen wir hin. No. Ach, und jetzt bin ich ja wieder groß. Jetzt ist ja sowieso... Ja, genau. Jetzt ist sowieso wieder alles unnötig. Weil jetzt kann ich ja sowieso die Dinger kaputt machen. Ne? So. Nicht die... Oh. Wie man sich seinen eigenen Cheese verbaut. So. Okay, können wir hier einfach... Können wir einfach runter. Dankeschön. So, und jetzt... Versuche ich das, was ich wollte. Problem ist jetzt, ich bin... Oh nein, ich bin groß. Ah! Nein! Nein! Ja, so klappt es nicht. Wenn ich klein bin, würde das da oben wahrscheinlich auslösen. Ihr seht, was ich meine. Okay, jetzt, wir müssen uns jetzt nicht länger hier aufhalten. Das ist der Gedanke gewesen. Ich glaube, man kann es umsetzen, aber es ist gar nicht so simpel. Okay, jetzt werden wir Harry Potter. Lauter themenbasierte Level, das finde ich ja großartig. Wir entfernen das dunkle Mal. Kein Problem. Auch hier leider keine Harry Potter Musik. Schade. Neun Dreiviertel, ich erkenne es. Wir gehen einfach durch die Wand durch. Ah ja. Das war bei Harry Potter aber ohne ein P-Switch möglich. Okay, da ist der Zug. Und mit dem fahren wir jetzt. Aber erst gucken wir uns um. Ha! Gefunden. Oh, da kann ich leider nicht rein. Ich muss so einsteigen. Okay. Let's go. Muss ich jetzt hier so durch? Wahrscheinlich. Oh, wait. Wahrscheinlich eher nicht. Das war's eher nicht. Okay. Na, wirst du wohl. Ach so. Yes. Ach so, hier geht's runter. Huch. Okay. Ich glaube, ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie ich das Level spielen muss. So. Ach, ich kann ja auch hier hoch. Guten Morgen. Ja, aber dann... Komme ich hier so durch? Okay. Aber soll ich das so... Soll ich hier so sein, wie ich jetzt hier bin?
Weil ich komme von hier ja auch nicht. Nein, irgendwas mache ich falsch. Huch. Oh, warte. Ich kann hier rein. Ah, verstanden. So, jetzt habe ich zwar einen Schlüssel, aber... Ah, ja. Nice. Jetzt kommen wir zu Bowser. Jawohl. Oh. Oh wait, den brauche ich gar nicht. Lass mich da durch. Ah, ich brauche ihn vielleicht doch. Theoretisch brauche ich ihn nicht. Aber er ist tatsächlich diesmal so gesetzt, dass man ihn wahrscheinlich besiegen muss. Ich dachte, ich komme dran vorbei, aber... Dem war nicht so. Nice. Da war das Mal. Wir haben es vernichtet. Abermals die Welt vor. Du weißt schon, wem gerettet. Oder so. Ah ja. Juhu. Und wer damit von mit Harrys Reichtüren blüht? Nein. Aber sehr schön. Ah. Ah, da bin ich jetzt ja wieder getriggert. Den muss ich mir jetzt holen, weil ich habe so schlecht gespielt. Und wenn der nur 4 Sekunden drüber ist, dann kann ich den locker schaffen. Ja, schon wieder hier schon gedingst. Gejoked. Aber gut. Mach dich weg. No! Mach dich weg. Ah, ich doof. Mein Gott, ich hab's gar. Halt, das brauche ich nicht so. Oh, ich habe gerade die Idee. Das war sie nicht. No. So. Mal gucken, ob das funktioniert. Yes! Nice! Easy! Ah, man kann ihn doch umgehen. Nein, falsche Richtung! Ach, verdammt, mein Rekord! No, ich hab's versaut. Auch den kann man jetzt also wieder brechen, ganz einfach. So, wo war denn der Peach hier vorne? So. Ah, ich meine, gute Zeit, aber kann man noch brechen, weil ich teilweise Quatsch gemacht habe. Aber man muss auf die Idee kommen, den Bowser mit dem Ding hochzuschlagen. Dann kann man den Rekord brechen, sonst nicht. Sehr schön. Wie sie ihn einfach hochgeschleudert hat. So, wow, was ist jetzt los? Ah, nice. Okay. Boah, sie hat so viele Level, ich krieg die gar nicht alle in einen Part, ne? Jetzt belassen wir es mal dabei. Wir sind schon bei 45 Minuten und ich habe ein bisschen Bedenken. Okay. Dann schließe ich die Aufnahme mal hier. Das nächste Mal machen wir dann weiter. Es gibt ein paar Level von euch wieder zu spielen und die hier müssen wir auch noch zu Ende machen. Und ich habe ein paar von Aggressor bekommen und ich habe mir das von dem Bergmann aufgeschrieben. Aber alles erst in der nächsten Aufnahmesession. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Die war jetzt relativ kurz, aber ich merke gerade, wie mir ein bisschen der Kopf anfängt zu dröhnen, deswegen belasse ich es dabei. Und sage Tschüss!